Ich übernehme einfach mal das Mikrofon, ohne dass ihr die anderen was sagen könntet. Mein Name ist Tom Dürner. Micha kennt mich, Juliane kennt mich. Wir haben zusammen Radiosendungen gemacht, seit einigen Jahren im Grundeinkommen engagiert. Liedermacher und Autor von Beruf und seit 2000 Grundeinkommensempfänger. Ich habe das so für mich interpretiert. Vor der Wende konnte ich von der Musik leben, danach auf einmal nicht mehr, wie 90% meiner Kollegen und Kolleginnen auch. Und 10 Jahre später habe ich beschlossen, dass ich das wieder so mache. Und seitdem habe ich in Kinderzeitschriften mitgearbeitet, habe verschiedene Ausbildungen gemacht, habe viele Lieder geschrieben und jetzt ein Buch geschrieben, Hartz IV, ich bin okay. Ist natürlich ein bisschen Persiflage, gar keine Frage, aber in diesem Buch geht es darum, zum einen, wie man in Hartz IV gerät, wie schnell das geht, und zum anderen, wie man trotzdem ein menschenwürdiges Dasein führen kann und sich nicht von diesen äußeren Umständen so niederdrücken lässt. Ich bin ein Mensch und das Menschenrecht ist auch mein oberstes Recht. Das habe ich für mich so interpretiert. Ich sammle gerade das Geld für die Produktionskosten für das Buch, weil beim Thema Hartz IV alle großen Verlage die Hände hochheben. Da wollen sie nicht ran. Und heutzutage kann man das ja selbst produzieren und damit Lektorat und Korrektur und Grafik ordentlich bezahlt werden, sammle ich Geld über Crowdfunding, über Startnext und habe hier auch Karten, wer sich interessiert und wem ich noch nicht begegnet bin hier, kommt einfach zu mir und kann so eine Karte kriegen und dann mal nachgucken im Internet. Also, wir lassen uns nicht unterkriegen und Grundeinkommen ist schon da. Ja, bleib mal einen Moment. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du gehst nicht arbeiten, um arbeiten gehen zu können. Nein, ich arbeite, weil es mir Freude macht. Wie jetzt? Du hast Spaß an deiner Arbeit? Genau. Das ist aber unpreußisch, ne? Ich bin auch nicht Preuße von Beruf. Alles klar. Ja, du bist auch ein lebendes Beispiel für einen leidenschaftlichen Hartz-IV-Empfänger und hyperaktiven Taugenicht und lebst aus dem Hartz-IV heraus, beziehungsweise siehst es als etwas Positives, kann man es so sehen, um dich einzubringen in die Gesellschaft, schon so ein Grundeinkommen leid, oder wie siehst du das? Ich sehe das persönlich als Pilotprojekt fürs Grundeinkommen. Das interpretieren andere anders, aber für mich ist es so und ich handle auch so. Und offensichtlich sind die Leute im Jobcenter, meine, wie nennt man das, Bearbeiter oder so, haben sie inzwischen aufgegeben, mit mir darüber zu diskutieren und lassen mich in Ruhe. Ja, weil du gerade sagst Pilotprojekt. Ich bin auch der Meinung, jetzt wird ja mal gefragt, wie kann man am besten das Grundeinkommen einführen? Da sage ich immer, wir machen einfach ein weltweites Pilotprojekt und dann ist gut.